Die Streubomben machen mehr Explosionen, nicht die Splitterbomben. Okay, hallihallo. Bestehe die Eisfläche und Platz von nur Eistern und U-Booten, Freiball für Piraten. Ich schrieb viel Spaß dabei. Spielst du irgendwann wieder Super Monkey 2? Hm, glaube ich nicht. Denke nicht. Das Game gefällt mir nicht so sehr. Muss ich gestehen. So, 556. Folge. Verbrannte Erde. So, ein bisschen Kohle noch, dann kann ich den dritten. Da haben wir ihn. Was können wir sonst noch schönes bauen? Wo passt du nicht hin, ne? Fettes Ding, ey. Mal ein bisschen was gegen die Blooms machen, falls sie durchkommen sollten. Hier passt auch was hin. Zum Beispiel die hier. Oh, ist das reulig. Aber ich glaube, die kriegen wir hin, ne? Oh, easy. Easy, easy. Ich muss schon sagen, im Vergleich zu BTDX ist das Spiel mega einfach hier. Na, ich brauche noch ein bisschen Kohle. So, hey, haben meine Frage plus deine Antwort zu deinem PC gehört? Knapp 1,5 Wochen her. Achso, irgendwie ja, Teile verbaut. Hat einen so sehr interessiert, dass wir uns da ein bisschen länger ausgesprochen hatten. Ja, das verstehe ich nicht so richtig. Komischerweise, der bleibt wirklich an einem einzigen Blumen dran. Das interessiert ihn gar nicht, wenn... Ja, ich glaube, da kommt keiner durch, oder? Nein. Das interessiert ihn gar nicht, wenn da noch andere Blumen sind. Der greift wirklich halt erst den, so lange den einen an, bis er ihn gekillt hat. Machen wir mal hier. Oh, bye. Beiden Seiten muss ich eh machen. Deswegen können wir für die Republiken mal ausbauen. Um mir noch ein bisschen mehr Kohle zu machen. Und 7000 Gold kriege ich jetzt pro Dings wieder zurück. Wenn ich sie verkaufen wollen würde. Ein sehr seltener Blumen, der zufällig auftauchen könnte und den Turm entfernt, der ihn zerstört. Man bekommt aber das Geld, was man für den Turm ausgegeben hat, zurück, namens und ohne verbesserte Vorschläge erwünscht. Nein, wenn man das Geld zurückbekommt, habe ich mir schon geschrieben, dann macht das keinen Sinn. Aber dann ist es ja dumm, dann hat es ja, wirklich gar keinen Sinn. Dann ist es ja kein entschädigender Blumen, es ist einfach nur, nervt ein bisschen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, das war der nächste Apachenwurf, Herr Schiff. Seht ihr das? Interessiert ihn halt überhaupt nicht, wenn auf der anderen Seite noch irgendwas kommt. Er bleibt halt so lange an diesem einen Blumen dran, bis er gekillt ist. Das ist ein bisschen nervig, muss ich sagen. Dann brauchen wir ein bisschen mehr Platzkraft. Einfach um hier ein bisschen mehr Dix Damage zu machen, ne? Ich meine, wenn wir so lange für den Zonk brauchen, dann kein Wunder, dass wir verlieren. Da muss ein bisschen mehr Damage her. Der Sinn besteht da, ja, dass die Verteidigung plötzlich geschwächt ist oder man bekommt nur 50% des Geldes zurück. Hm. Oh Gott, Alter, die greifen nicht ein einziges Mal den da unten an. Gut, dass die Raketen dabei sind, ey. Sonst hätten wir schon lange verloren. Der geht echt auf den stärksten, ne? Ist ja voll ätzend, ey. Na gut, dass ich die Nagelfabriken hier habe. Normale Mobs sind kein Problem mehr. Und die sind relativ schnell gekillt, aber Zonks haben einfach wahnsinnig viel Leben. Machen wir die normalen Bloons weg. Ein bisschen Unterstützung hier.
Kann man sonst, jetzt kann man ein paar Häcksler bauen, glaube ich. 78. Runde. Easy überstanden. Warum gradest du die Plantagen nicht komplett ab? Ist immer wieder die gleiche Frage. Immer wieder die gleiche. Ich vergesse es einfach. So, ein bisschen langsam. Okay, alles gut. Ich versuche hier wieder die Kommentare durchzugehen, ein neues Video zu finden. 150, zweite Folge. Ich habe die Schreie des Eichhörns wirklich vermisst. Jo, ist schon ätzend. Na? Knapp. Ziemlich knapp. Achso, Sauger wollte ich bauen. Brauchen wir ja auch noch einen hin. Kommen wir auf jeden Fall auf der Seite erstmal ein bisschen. Bisschen Ruhe. Genau, er kann dann die ganz normalen, einfachen Bloons killen und links auf der Seite kommen dann die starken Bloons dran, die kaputt gemacht werden können. Oh, noch kein Radarscanner dazu. Genau, seht ihr das? Schön. Hier links werden die sonst schön fokussiert und rechts auf der Seite haben wir richtig viel Zeit. Ich hätte die viel früher bauen sollen, die Häcksler. Gut, haben wir uns jetzt kein Problem. Oh. Was habe ich gesagt? Gut, dass ich Nagelfabriken habe, ehrlich. Na, schaffen wir es ohne? Schaffen wir es ohne Sturm? Nee. Das war ziemlich knapp gewesen. Es kommen einfach unendlich viele Tarnblues, Alter. Ist das heftig. 11.095. Also auf der rechten Seite kommen die viel mehr durch. Ich weiß nicht warum. Auf der linken Seite kommen die wahrscheinlich als erstes. Und dann sind die mit dem Song beschäftigt. Selbst normale Bloons kommen da durch. Einfach, weil die einfach beschäftigt sind. Die Kackviecher. Naja, gut. Haben wir jetzt kein günstigeres Upgrade, das ist nicht so schlimm. Ich habe 6 ultra starke Helikopter. Und trotzdem war ich mehr als einmal knapp am Lose. Aber ich habe zumindest nicht verloren. Das ist immer echt. Bin ich schon mal stolz auf mich. Mal gucken, ob wir die letzten zwei Runden, die letzte Runde auch noch hinkriegen. Die Hexer sind echt eine gute, Defense dagegen. Große Kluft ist aber auch eine wirklich extrem heftige Map, weil du halt zwei wirklich weit auseinanderreichende Wege hast, die auch gar nicht so lang sind, ehrlich gesagt. Badam, 1812 Münzen. Nice. Das Auge haben wir. Phasenportal haben wir. Blitznarbe kommt als nächstes. Okay. Mal gucken, wie wir es da machen. Schalter auch noch. Boah, sehr eklig. Und dann hier irgendwie 6 hier, glaube ich, noch. Hier habe ich schon mal angefangen gehabt. Und Extremspieler waren es noch gewesen. Was aber wirklich nur XP bringt. Was irgendwie nicht so cool ist. Aber, okay. Machen wir trotzdem irgendwann. Gut, hier, das ist übrigens das mit dem Dings gewesen, mit der Range. Was, haben wir übrigens neue Skins? Weiß ich gar nicht. Hab ja schon ewig nicht mehr gespielt, nur keine neuen Skins. Hier, das ist größere Leuchtfeuer. Ach, kostet nur 83 Cent. Ich dachte, es wäre teuer gewesen. Aber es war wohl die Geldverdoppelungsmodus 745. Jedes Abnoch hat einen wesentlich größeren Wirkungskreis. Für 83 Cent ist das eigentlich völlig in Ordnung. Aber ich würde es mir trotzdem nicht kaufen, weil es langweilig ist. Fügt in jeder Runde ein Leben in die abgestufte Bananenplantage hinzu. Ist auch krank. Okay, wunderbar, Leute. Was machen wir hier noch? Last 100 More Klasse mit 4x Blumen Häcksler platzen. Haben wir 705.000 Dollar mit Affenpioniere. Eine Affenplantage kriege ich und verwende 50 mal Spezialfähigkeit Affenpiraten. Nee, irgendwie nicht so. Habe ich keinen Bock drauf. So, safe mal auf jeden Fall. Ich denke, ich werde hier noch ein bisschen spielen.
Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, meine lieben Freunde, bei BTD5. Bis dahin, ciao.